Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich durfte mit zwei Wissenschaftlern zwei Sendungen machen zum Thema Gesundheit und das Thema Elektrosmog im Zusammenhang. Und was ich da lernen durfte und hören durfte und sehen durfte, hat mich total aufgeschreckt, aber auch hoffnungsvoll gezeigt, dass es Endstörartikel gibt, die tatsächlich nicht nur irgendwie im Bereich Esoterik oder Placebo-Effekte wirken, sondern messbare, klare Ergebnisse zeigen, dass wir uns auch etwas tun können und schützen können vom Thema Elektrosmog. Heute habe ich die große Ehre, diese Wissenschaftlerin nochmals hier zu haben, aber zusammen noch mit einem Elektrosmog-Sachverständigen. Und wer die zwei Damen und Herren sind, das sage ich Ihnen gleich noch im Intro. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen die zwei Gäste auch zeigen. Die Frau Dr. Diana Hinz, ganz herzlich willkommen. Du bist Neurowissenschaftlerin und Kognitionswissenschaftlerin. Und auf der anderen Seite der Harry Roos, ganz herzlich willkommen. Hallo. Bei dir auf der Karte steht Sachverständiger für Elektrosmoganalyse und Messtechnik. Ja. Und du hast mir gesagt, in Deutschland bist du einer der Einzigen oder der Einzige. Im Berufsverband der deutschen Sachverständigen, ja. Mhm. Gut, wir konzentrieren uns heute ja auf ein technisches System, das tatsächlich richtig gute Ergebnisse gezeigt hat, medizinisch verifizierbar, haben wir gesehen. Wir kommen nochmals drauf rein. Ja. Aber ich glaube, wir fangen jetzt erstmal mit dir an. Du hast uns noch ein paar Folien mitgebracht. Exakt. Ja. Wenn wir erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, du, eine große Ehre. Dass wir beide hier sein dürfen bei dir. Ich habe sehr viel von dir schon gesehen und bin begeistert, was ihr hier so alles macht. Und das wird mit Sicherheit für die Zukunft für viele Menschen weiterhelfen. Danke. Das ist meine ehrliche Meinung. Mhm. Und die Gabriel-Technologie fing schon 1996 an mit einer ersten größeren Studie mit Wasser in der Universität in Salzburg. Mit damals 1996 schon sehr, sehr starke und wirklich tolle Ergebnisse. Dann sind wir zu dieser ganzen Sache dazugekommen. Ich habe auch das Glück gehabt, den Erfinder, den Herrn Franz Gabriel, kennenzulernen. Ich war viele Jahre mit ihm unterwegs, sehr viel von ihm gelernt. Und zu Ehren von dem Herrn Gabriel haben wir damals alles Gabriel genannt, die Gabriel Tech. Dann, die ist 1998 gegründet worden und wir hatten am Anfang sehr viel Glück mit Produkten, die verkauft wurden. Und dann ist das rückläufig geworden. Dann heißt es, man braucht TÜV, man braucht Gutachten, man muss Universitäten dazu holen und so weiter. Und dann haben wir angefangen, das zu tun mit vielen, vielen Unternehmen und Institutionen. Aber das seid ihr die Einzigen, weil es andere Sachen sind ja wie Pilze aus dem Boden geschossen, die auch Lösungssysteme gebracht haben. Ja, aber ich denke, oder wir wissen, dass keine einzige Organisation, die im gleichen Segment wie wir arbeiten, wir wollten in die Hochwissenschaft. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Aber wir haben es geschafft, dass wir dorthin gekommen sind. Es gibt viele Geräte, die auch nicht wissenschaftlich anerkannt sind, wo man tolle Studien machen kann, überhaupt keine Frage. Aber wir wollten dorthin, was ich jetzt erklären möchte. Mhm. Und haben auch zwischendrin sehr, sehr viel Glück gehabt. Wir haben dann zwischen 2003 und 2004 zwei Doppelblindstudien gemacht. Die erste Doppelblindstudie gemacht mit dem AIREG-Institut in Österreich. Da ist sehr, sehr viel schief gelaufen, dass der Verantwortliche die Placebo- und Verum-Chips in eine Sendung an die Therapeuten geschickt hat. Und sind ein paar Ergebnisse rausgekommen, aber das, was wir da gelernt haben, das war sensationell. Die zweite Folgestudie hatten wir einen sehr, sehr starken Erfolg mit einer Doppelblindstudie, die wir dann gemacht haben. Und darauf haben wir dann aufgebaut. Wir haben dann den Inhaber von ROM Elektronik mit Elektrosmog-Messgeräte, der ist jetzt mittlerweile, ich glaube, fast 40 Jahre dabei,
Und ich denke mal, es ist eine der besten, mit einer der besten, sagen wir mal auf jeden Fall. Aber was am Anfang dann in der Objektberatung war, dass man unheimlich lange gebraucht hat, um Gutachten für den Kunden, wo wir Messungen gemacht haben, zu entwickeln. Du hast 3, 4, 5 Stunden gemessen, hast aber 3, 4 Tage gebraucht, bis das Gutachten fertig war. Und dann durch den Herrn Meyer habe ich unseren Programmierer, das ist ein Ingenieurbüro in der Nähe von München, das ist ein Ingenieur Michael Barke, dem wir sehr, sehr viel zu verdanken haben. Wir haben eine Software entwickelt mit ihm. Wir können zu den Kunden kommen und können eine Messung machen, 5, 10, auch 100 Messungen und drücken danach auf den Knopf. Dann, je nachdem, wie viele Messungen gemacht wurden, können wir innerhalb von 2 Minuten, 5 oder 10 Minuten dem Kunden direkt vor Ort den Ist-Zustand auf dem Laptop erzählen und mit ihm diese Sachen besprechen. Und das haben wir halt ausgebaut bis ins Unendliche. Und wir sind jetzt so weit, dass wir, kommen wir auch gleich zu sprechen, dass wir das EMI-Potenzial, was ich dann auch noch erklären möchte, auch in der Objektberatung benutzen können. Kommen wir erstmal zum EMI-Potenzial im Labor. Im Labor, ganz am Anfang, wie ein Wissenschaftler von uns das prognostiziert hat oder dargestellt hat, ist er fast zerstückelt worden. Heute spricht keiner mehr drüber, weil es anerkannt ist. EMI-Potenzial heißt das elektromagnetische Indifferenzpotenzial. Das können wir im Labor messen in einem 50 auf 50 Raster mit hochwertigen Messgeräten im elektrischen Wechselfeld, im magnetischen Wechselfeld und im Geofeld, also Erdmagnetfeld. Und diese 3 Komponenten führen wir zusammen, und das ist das EMI-Potenzial, elektromagnetisches Indifferenzpotenzial, in Mikrowatt pro Quadratmeter. Ja. Und da können wir, ob jetzt ein Handy, ein Babyphone oder alles, was so Strahlung entwickelt, können wir in diesem Labor messen. Innerhalb von einer Stunde wissen wir, was so ein Babyphone oder ein Handy oder wie auch immer, was das macht und was das nicht macht. Und damit können wir auch unsere Technologie messen, dass wir dann dieses gleiche Handy, was dann schon länger entstört ist, wir haben immer 2 Stück, eins für die Vormessung, eins für die Nachmessung, und dann wissen wir, ob das ausreicht. Ja, und da kommen wir später nochmal dazu mit dem 5G, wie es dann gekommen ist, dass dann die Frau Dr. Hens uns dann halt im Labor gereizt hat, da muss noch was gehen, aber da komme ich später nochmal damit hinzu. Dann haben wir gesagt, okay, wir sollten unser Qualitätsmanagement TÜV zertifizieren lassen. Wir haben eine Mitarbeiterin von meinem Partner, die Tochter, das war ihre Erfüllung. Es ist ja nicht so ganz einfach, es wird unheimlich viel darüber geschrieben, es ist ja nur ein Qualitätsmanagement, das soll erstmal jemand machen. Wir sind seit 10 Jahren sind wir von dem TÜV Süd zertifiziert über diese ganze Geschichte, was wir in dem, ob jetzt in der Messtechnik, in dem Ding, alles ist dort zertifiziert, und das müssen wir jedes Jahr wiederholen. Und die Leute, die es bei uns machen, der TÜV kommt ja zu uns nach Hause, ins Büro, wird am Arbeitsplatz gemessen und es wird auch im Labor gemessen, da will er sehen, dass dieses funktioniert. Das ist jedes Jahr das Gleiche und ist ein sehr, sehr großer Aufwand. Dann gibt es eine ganz tolle Sache. Ich weiß, dass du schon mit dem Elektrosmog sehr viel schon zu tun hattest. Und kennst du den Dr. George Carlo? Nein. Schade. Mhm. Dr. George Carlo ist einer der größten im Elektrosmog überhaupt. Er hat vor 1993 bis 1999 hat er für die Mobilfunkindustrie in den Staaten eine Studie gemacht, und da sollte was rauskommen, das kein Problem ist. Aber es sind rausgekommen damals schon doppelte DNA-Brüche und Erbgut wird geschädigt und so weiter. Und dann sollte er normal den Mund halten.
Das hat er nicht gemacht. Er hat dann eine Pressekonferenz abgehalten, hat das alles kundgetan und dann war er kein Wissenschaftler mehr. Und es ist in kurzer Zeit später darauf ist so ein Privathaus bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Das kann man sich alles anschauen. Im Internet gibt es einen Film darüber, der nennt sich Der Handykrieg. Und dann kann man sehen, was hinter den Kulissen im Mobilfunkbereich abgeht. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Dann 2015, durch viele Zufälle, obwohl es keine Zufälle gibt, ich denke, das sollte alles so sein, habe ich dann Kontakt bekommen zu Frau Dr. Hens. Und am Anfang haben wir telefoniert, hatte ich alles gut angesehen mit Messungen in den Gehirnwellen. Zu dieser Zeit hatten wir schon sehr, sehr viele Messungen machen lassen in Gehirnwellen von dem Dr. Haffelde in Stuttgart. Er war zu dieser Zeit, würde ich sagen, das Beste, was man bekommen konnte in den Gehirnwellen. Das war sehr, sehr aufwendig, was dort gemacht werden wurde. Alle Probanden, die dort gemessen wurden für uns, er hat auch an einer Doppelblindstudie für uns teilgenommen, die mussten mehr oder weniger fast eine Stunde sitzen, mussten telefonieren. Ja, ist auch so mit so einem Ständer dahingestellt worden. Die durften nicht husten, die durften nichts machen, nicht bewegen. Ja, sonst musste er wieder von vorne anfangen. Und es hat aber alles funktioniert. So, und dann habe ich am Anfang mit der Frau Dr. Hens telefoniert, dass die Leute dann auf dem Laufband laufen und was weiß. Das war für mich neu. Ich habe gesagt, wie soll das funktionieren? Aber wir haben dann einen Termin gemacht in der Uni Mainz mit der Frau Dr. Hens. Habe ich sie dann das erste Mal persönlich kennengelernt und den Professor Schölhorn. Das war ihr Chef gewesen und war dabei unser Professor Dr. Gunter Rothe. Der war früher in der Uni Mainz. Er war, glaube ich, 30 Jahre Chef in der Botanik und er leitet unsere Forschungsgesellschaft heute. Ein ganz wunderbarer Mann. Für mich ganz, ganz wichtig, weil das Wissen, was ich von ihm alles bekommen habe, ja, ich sag's mal auf Hessisch, das kann man mit Geld überhaupt nicht bezahlen. Ja, und ist ein unheimlich wissender Mann und hat sich auch unheimlich in den Elektrosmog mit eingearbeitet. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns kennengelernt und es war normal, glaube ich, eine Stunde geplant und dann war danach der Tag rum. Wir waren lange dort, weil der Professor Schölhorn hat dann mitbekommen, dass wir ein Messverfahren haben für Elektrosmog im Erdmagnetfeld. Ja, also man muss damit sagen, dass die meisten Baubiologen, die heute zu den Leuten gehen, mit Messungen machen im Erdmagnetfeld und wird mit Wünschelrute gemessen. Ich habe mit Wünschelrute keine Probleme. Aber wenn ich 10 Wünschelrutengänge hole, ich denke, ich habe 10 Ergebnisse. Mit unserer Sonde, die man einsetzen kann, um Erdmagnetfeld zu messen, die Störung im Erdmagnetfeld, ist eine dreidimensionale Sonde mit einem unheimlichen Faktor von Genauigkeit. So, und da gab es ja noch so ein Projekt, was von der Uni Mainz gemacht wurde in Russland, ist auch mit Messverfahren mit im Erdmagnetfeld und da sind Millionen ausgegeben. Das konnten wir nicht mit unserer Sonde, aber die war nicht viel schlechter wie dieses Messverfahren. Also das war mal nur der Einstieg. Und dann gab es die Vorgabe von der Frau Dr. Hens damals, ja, bevor man so eine Doppelblindstudie macht hier mit der Uni Mainz, müssen Testmessungen gemacht werden, ob die Technologie überhaupt etwas kann. Und das haben wir bestanden. Und dann haben wir diese Studie gemacht. Die Frau Dr. Hens hat dann sehr viel an dem Studiendesign gearbeitet. Für mich war das noch damals in der Zeit ein bisschen Neuland. Und dann haben wir die Studie geplant und haben die durchgeführt. Mit einem super Erfolg. Wir haben dann 2016, 2017 ist die durchgeführt worden und 2018 ist die Studie international veröffentlicht worden in Frontiers in Neuroscience. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe da 7 oder 8 Monate gezittert. Ich habe auch unheimlich viel gelesen, was das bedeutet.
so eine Studie einzureichen, dass dann die Gutachter von Frontiers die alle prüfen und nochmal prüfen und nochmal, und dann der Kontakt ging alles über die Uni Mainz. Die mussten dann noch das ändern und das machen oder geht das oder jenes. Ich konnte es schon fast nicht mehr hören. Für mich war klar, die wird nicht. Da kommt noch irgendjemand von der Mobilfunkindustrie oder von wem auch immer. Aber es ist dann passiert. Und dann haben wir natürlich ein bisschen gefeiert. Das war der absolute Höhepunkt der Gabriel-Technologie in 2018. Dann ging es weiter. Wir haben sehr, sehr viele Studien gemacht in den Gehirnwellen, weil da ist ja dann unheimlich viel gekommen, was noch alles möglich ist. Und dann haben wir die erste Studie geplant mit Kraftfahrzeuge. Da liegt mir unheimlich viel daran, ein bisschen ein Autoverrückter. Früher komme ich aus dem Rennsport und so. Dann war das halt eine Riesenkiste. Auch hat sie dann am Anfang sehr, sehr stark unterstützt mit einem Studiendesign. Und dann haben wir dann mehrere Autos zusammengestellt, haben dann wieder unsere Probanden alle zusammengesucht. Mit vielen Probanden haben wir dann die erste Autostudie gemacht. Und Sie müssen sich so vorstellen, dass wir da intensiv zusammengearbeitet haben. Eins darf ich nicht vergessen, dass die Frau Dr. Henz in der Phase von der Doppelblindstudie haben wir ja immer mitgemessen mit unserem Messequipment. Weil man hat gelesen, dass dann die Kritiker kommen, ja, in der Zeit, wo die Gehirnwellenmessungen gemacht werden, wird einfach dann kritisiert, dass der Mobilfunk nicht gemessen wurde und das nicht und das nicht und das nicht. Das haben wir alles gemacht. Wir haben jeden Proband vorher dort, wo er gemessen wurde, ist er vermessen worden mit allen unseren Messgeräten, die wir haben. Und das ist alles dokumentiert, ist auf unserer Homepage zu sehen. Das eine sind, glaube ich, 150 Seiten. Und das zweite, das Wichtigste überhaupt, hat uns die Firma ROM Elektronik unterstützt. Mit dem Frequency Master können wir bis 10 Gigahertz messen. Also wir sind die Einzigen, die draußen auf das 5G messen können. Und jeder Proband ist in der Zeit, wo er vermessen wurde mit den Gehirnwellen, ist er vermessen worden auch mit der Hochfrequenz. So, jetzt kam der Mega-Idee von ihr heraus, können wir von diesen Messungen die Dateien bekommen? Ich dachte, sorry, da muss ich erst meinen Herrn Barke anrufen, ob das möglich ist. Ja, und habe ich ihm erklärt, was wir brauchen. Und zwei Tage später sagte Herr Roos, ich schicke Ihnen neue Echse, spielen Sie es ein, es ist fertig. Dann habe ich sie angerufen und gesagt, Frau Dr. Henz, wir können die nächste Probe machen, wir sind fertig. Da war sie das erste Mal geschockt, weil sowas dauert normal Monate oder was auch immer. Aber wir sind da schon ein bisschen schneller. Und der Herr Barke ist halt, das ist ein Genie, der Mann. Ich arbeite jetzt 15 Jahre mit ihm zusammen, wo wir diese Software hinbekommen. Das können Sie sich nicht vorstellen. Auch im Labor hat er auch diese Software programmiert für uns, was wir da halt alles machen können. Also, lange Rede, kurzer Sinn. In jeder Studie, die wir machen, ist auch diese Hochfrequenz für die Statistik beim Auswerten mit dabei. Das hat, ich glaube, niemand sonst auf der Welt, was wir da erreicht haben. Und das hat sie halt alles gemanagt mit ihrem Team. Und das war halt sensationell. Dann sind wir weitergegangen, dass wir anfangen mussten noch. Wir wollten auch mit im Blut und mit der Mitochondrien und, und. Ich habe dann die durch einen guten Freund, der sehr eng mit der Frau Professor König zusammenarbeitet, ich habe dann die Frau Brigitte König kennengelernt. Ich sage heute, wenn jemand was wissen will über Mitochondrien oder Zelle, dann muss man sich mit ihr unterhalten. Da ist ein langer Grat, bis da eine mithalten kann, kann ich mir vorstellen. Also wir haben dann mit ihr gesprochen und da sagt sie einfach, mit den Gehirnwellen, dann hast du diese 5 Gehirnwellen, das ist klar. Aber jetzt in den Mitochondrien in der Zelle, da gibt es hunderte von Parametern. Wir müssen erstmal eine Studie machen, welche Parameter kann man nehmen, damit wir dann die Ergebnisse mit vorher und nachher mit einer Technologie, die was kann, messen können. Und diese Studie war die erste, die wir gemacht haben mit ihr. Und das war
sehr heftig. Es hat sehr, sehr lange gedauert, aber sie hat es irgendwann geschafft. Ja? Also diese Studie besitzen wir, was man alles machen muss, damit das funktioniert. So, und dann... Also was war das Ergebnis von der Frau König? Das Ergebnis war einfach, dass wir diese Parameter, ja, die festgeschrieben, die dafür notwendig sind, die man dann nehmen kann. Also von Hunderte sind dann 5, 7, 8 oder 10 Stück. Wo relevant sind für die Mitochondrien. Exakt. Ah, jetzt exakt. Müsste man die Studie machen und nur auf diese Parameter schauen, was passiert mit Schutz und ohne Schutz. Ja, ja, jetzt richtig. Jetzt kommt aber dazu ein Name vom Herrn Dr. Müller, den Sie ja kennengelernt haben. Oder Sie kennen den auch schon länger. Und wir haben ja dann eine Studie geplant in 2020. Und wo die Leute dann auch Blut abgenommen bekommen, wo wir die Entzündungsparameter gemessen haben. Und das sind alles die Vorgaben gewesen vom Herrn Müller. Mhm. Ja, und der Herr Müller und die Frau Dr. Hens, die haben dann diese Auswertung gemacht, die wir dann bei der Frau Professor König haben machen lassen. Also die Blutanalysen sind jeden Tag abgeholt worden bei uns im Labor und sind dann nach Leipzig zur Frau König gekommen. Mhm. Und sie hat die Auswertung da gemacht, die wir bekommen haben, damit Frau Dr. Hens und der Dr. Müller diese Auswertung damit machen können. Das sind für mich die zwei Profis. Ja, plus König 3. Exactly. Und das ist alles passiert. Und aufgrund von dieser Studie, also wir müssen eins sagen, dass diese Studie heute immer noch nicht ganz fertig ist. Wir haben so viele Parameter, wir haben so viel zusammengetragen aus dieser Studie und Neuigkeiten dazu. Ja, weil ich sage, hier sitzt auch ein Genie. Und was wir dort alles gefunden haben, wir haben 2016, 2017 intensive Studien gemacht mit Kraftfahrzeugen, wo Sie gesagt haben, Herr Roos, hier sind Sachen, die kann ich noch gar nicht erklären. Wie kommen die zusammen und warum und wieso? Für mich waren sowieso, das waren völlige römische Dörfer, Entschuldigung, man hat noch nie was zu tun gehabt. Und jetzt nach dieser Studie sind so viele Sachen passiert, die jetzt alle ein Gesicht haben. Da sind viele Sachen dabei. Da sprechen wir jetzt erst drüber, wenn die nächste Studie, wo wir jetzt im Moment ein Studiendesign erarbeitet haben. Wir haben auch vorgestern wieder mit dem Herrn Hefel drüber gesprochen, weil SFGU ist ja auch bei Ihnen bekannt. Die unterstützen uns. SFGU, Hepat AG, und die arbeiten schon wirklich über 20 Jahre in dem Seeblick, in der Kurklinik von ihm, dass, was kann man machen mit Elektrosmog, weil die Elektrosmog, die haben schon sehr, sehr viel oder sehr, sehr früh das Verständnis gehabt, dass man hier ein Problem hatte, weil der Seeblick hat ein Problem mit den Bahnschienen. Ja, da ist Bahnstrom, was ja nicht so ganz ohne ist. Aber dieses Problem haben wir im Seeblick gelöst. Mhm. Ja, da ist sehr, sehr viel passiert. Mhm. Gut, und dann geht es halt weiter, dass wir dann diese Studie fertig gemacht haben. Und dann hat die Frau Dr. Hens halt ihren Kontakt zu der einen Gesellschaft. Einmal sind die in Washington D.C. jedes Jahr oder in Kanada, wo wir diese Studien, die wir zwischendurch gemacht haben, die wir alle veröffentlicht haben. Und die Gabriel Tesch besitzt jetzt im Moment 10 international veröffentlichte Studien. Da kann niemand mithalten. Niemand. Ja. Niemand dieser Wissenschaftler. Wir sind in der Hochwissenschaft. Mhm. Und das ist einfach das, was, wenn man, jetzt, wir werden nächstes Jahr 25 Jahre alt, und was wir in der Forschung besitzen, das hat kein Zweiter. Aber es ist immer ein unheimlicher Schritt wieder nach vorne mit Messequipment. Ja, ich weiß. Und Kosten ohne Ende für jede Studie. Aber letztendlich müssen wir eine Glaubwürdigkeit ja auch austragen, dass der Zuschauer, der Konsument weiß, es gibt Lösungssysteme, ja, die kosten zwar was, aber die wirken auch. Ja. Punkt. Ja. Und es ist nicht nur irgendwie jemandem vertraut, der was sagt, sondern es ist wirklich Wissenschaftler. Exakt. Und du hast gesagt, du hast ein Genie mitgebracht und vielleicht sollten wir uns auch einmal ihre Sichtweise mal ein bisschen anhören und dann wieder zurückgeben. Exakt. Bitte, Diana.
Gut, haben wir eine Folie dazu? Ja, da muss man da noch ein bisschen durchblättern noch. Genau. Das ist einfach nur, dass man sieht, dass wir dieses TÜV-Zertifikat und da ist dieser Geltungsbereich, für was wir zertifiziert sind, ja, das kann man sich alles auf unserer Homepage anschauen. Mhm. Okay? Mhm. Das ist nochmal ganz kurz, das sind die Messprotokolle von unserem Labor. Physikalisch. Also wenn ihr eine Wohnung besser anschaut und ausmisst. Nein, da kommen wir später noch dazu. Okay? Das ist im Labor ein Handy. Ah, okay. Das ist zum Beispiel dieses Handy, was wir in der Doppelblindstudie verwendet haben. Ein iPhone 5S. Da steht auch immer die ID-Nummer mit dabei. Mhm. Und alle Handys, die wir vermessen im Labor, werden gelagert bei uns in einem ganz speziellen, abgeschirmten Koffer. Das, wenn irgendwo ein Problem kommen sollte, können wir zu jeder Tages- und Nachtzeit jedes Handy wieder messen, mit jemand zusammen messen oder nochmal kontrolliert messen, was die Frau Dr. Hens sehr, sehr oft jetzt mit uns mitgemacht hat, weil wir sind schon alles ein bisschen Messverrückte. Das macht uns auch sehr, sehr viel Spaß. Und wir wollen immer feststellen, hat die Gabriel-Technologie, lässt die irgendwann nach? Bis jetzt können wir sagen, 21 Jahre, nein. Haben alle Handys von damals aufgehoben und auch die neuesten. Ja, also da kann nichts passieren. Und so schaut es aus nach der Entstörung. Und bei dem sind es, glaube ich, so um die 60 Stunden. Warum 60 Stunden? Wenn Sie den Gabriel-Chip aufs Handy drauf machen, wirkt er sofort 50-60%. Und bis er komplett die Technologie in dem Handy drin ist, kann es dauern zwischen 40, 60 oder 70 Stunden. Und das haben wir auch alles gemessen. Wir haben von diesen Messungen Hunderte. Also da kann ich mir überhaupt nichts erklären. Da müssen wir vielleicht eine eigene Sendung machen. Exakt. Wie kann ein Chip das Handy impfen? Ja, exakt. Sehr gut. Genau, keine Ahnung, wie das sein sollte. Aber die Ergebnisse zeigen es, oder? Und das ist ja wieder... Total beeindruckend. Ich kann Hunderte mitbringen von allen namhaften Handys, die es seit 20 Jahren, ja, 15 Jahre gibt, haben wir alle gemessen. Alles, was namhafte Handys sind, sind im Messprotokoll. Kann ich dann beim nächsten Sendung mitbringen. Mhm. Das wird aber dann langweilig. Mhm. Aber jetzt möchte ich ganz gerne die Frau Dr. Hens. Ja, ich auch. Das ist unsere Doppelblindstudie, ja, die veröffentlicht wurde in der Frontiers in Neuroscience. Ja, genau. Das ist die Studie, die an der Universität Mainz in 2016 stattgefunden hat. Die Studie wurde nach allen Regeln der Kunst, also des wissenschaftlichen Arbeits, durchgeführt. Diese Studie ist randomisiert. Das heißt, die Probanden haben alle verschiedene Reihenfolgen der Testbedingungen erfahren, um Reihenfolgeeffekte zu vermeiden. Die Studie ist doppelblind, was bedeutet, dass sowohl Versuchsleiter als auch die Probanden nicht wussten, welches Handy gerade getestet wurde. Und eine Besonderheit, auf die ich auch bestanden habe während der Planung der Studie, dass ein Placebo getestet wird. Denn es könnte ja sein, theoretisch, dass das Material, aus dem der Chip gefertigt wird, bereits eine Wirkung hat, wenn der auf das iPhone geklebt wird. Wir haben also drei Testbedingungen gehabt. Ein Handy im Ursprungszustand, ein Handy mit dem Placebo-Chip und ein Handy mit dem Chip plus Information, um eben genau testen zu können, was welche Effekte hat. Wir haben mit einem klinischen Standardverfahren getestet, nämlich einem 32-Kanal-EEG. Das EEG war mobil, das heißt, die Probanden mussten nicht in einer abgeschirmten und dunklen Kammer diese Messprozeduren durchführen, ohne jegliche Bewegung, sondern wir haben in einem ganz natürlichen Umfeld getestet. Und ein ganz besonderes Highlight der Studie war eine Konzentrationstestung. Ja. Denn es ging auch um die Frage der Arbeitsergonomie und was zu dem Zeitpunkt sehr wichtig war, wie wirkt Handystrahlung auf die Konzentrationsleistung bei Schülern, bei Kindern oder auch in anderen Bereichen.
Und wir haben diese Konzentrationstestung unter Handy-Exposition während eines Telefonats durchführen lassen. Auch diese Tests waren klinische Standardverfahren. Okay. Also wir haben wirklich alles versucht, um das einem höchsten wissenschaftlichen Niveau gerecht werden zu lassen. Und haben wir eine weitere Folie zu den Ergebnissen? Ja, die müsst ihr mir schon wissen. Ja, genau. Also wir haben in der Testbedingung mit Anwendung des Gabriel-Chips eine signifikante Reduktion der Stressaktivierung gefunden, die durch das Mobiltelefonat auftrat. Was heißt signifikant? Weil das Wort hört man ja ständig in der Wissenschaft. Oftmals werden für eine, sagen wir, ja, Beurteilung, Einzelfallmessungen herangezogen, wie das bei anderen Produkten aus der Branche geschieht. Mhm. Wir haben eine ausreichend große Stichprobe getestet, damit wir eine statistische Analyse über die EEG-Daten und auch die Daten der Konzentrationsleistung durchführen konnten. Diese ausreichende Stichprobengröße ist ganz essentiell dafür, dass man anhand der Statistik Rückschlüsse auf die Gesamtpopulation ziehen kann. Mhm. Wir bleiben also dann nicht mehr im Einzelfallbereich, im individuellen Bereich, sondern können Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung ziehen, wie diese im Fall einer Anwendung des Chips reagieren würde. Und unsere Antwort anhand der Studienergebnisse, die wir gefunden haben, lautet ja. Die Effekte, die wir gefunden haben, die zeigen, dass bei Anwendung des Gabriel-Chips auf dem iPhone, dass die Effekte, die sonst durch die Strahlung verursacht würden, nämlich Stressaktivierung, dass diese signifikant reduziert werden. Also dieser Effekt ist überzufällig. Ja. Mhm. Konzentration, das interessiert mich jetzt auch stark. Wie waren da die Ergebnisse ausgefallen bei den Probanden? Wir hatten zu dem Zeitpunkt keinerlei Erfahrungen. Es gab internationale Übersichtsarbeiten, die sagten, es hat keinerlei Effekte auf die Konzentrationsfähigkeit. Allerdings wurde nicht auch zeitgleich mit EEG getestet in einem streng kontrollierten Laborsetting. Und die Ergebnisse, die wir gefunden haben, zeigen sehr deutlich, dass durch die Smartphone-Nutzung die Konzentrationsfähigkeit beeinflusst wurde. Mhm. Das haben wir sowohl im EEG gesehen als auch in den Verhaltensdaten. In den Verhaltensdaten zeigte sich eine deutliche Zunahme der Verwechslungs- oder der Flüchtigkeitsfehler. Und auch das Gesamtbearbeitungsvolumen nahm bei Mobilfunkexposition signifikant ab. Und das sind angesichts der kurzen Bestrahlungsdauer doch sehr frappierende Ergebnisse. Aber ist eigentlich heute also aus dem Leben bezogen, fast jedes Kind hat ein Handy bei sich in der Theke oder im Hosensack. Mhm. Und geht in Unterricht, auf lautlos geschaltet, selbstverständlich, aber die Strahlenbelastung ist da. Das heißt, wir müssten eigentlich eine sehr unkonzentrierte Schulgemeinde letztendlich haben. Das ist auch genau das, was epidemiologische Studien mittlerweile zeigen. Mhm. Es gibt eine große Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die bereits in diesem Alter an Gedächtnisstörungen leiden. Das sind Störungen, die aus physiologischen Gründen in dieser Altersgruppe nicht auftreten dürften. Es ist aber der Fall. Es gibt viele Patientenberichte in dem Alter, die berichten, sie können sich bestimmte Dinge nur über einen kurzen Zeitraum merken. Manche sagen, ich höre gerade etwas und nach wenigen Minuten ist dieser Gedächtnisinhalt verschwunden. Das sind Beobachtungen, die in den letzten Jahren gemacht wurden und die wir auf die vermehrte Handynutzung zurückführen. Wir haben in dieser Studie außerdem beobachtet, dass auch durch die Smartphone-Nutzung hippokampale Areale betroffen sind. Das sind die Instanzen im Gehirn, die für die Gedächtnisbildung zuständig sind. Mhm. Bei der Gedächtnisbildung muss man wissen, dass der Hippocampus in einem bestimmten Frequenzband agiert. Das ist der Theta-Rhythmus.
und durch die Bestrahlung, durch elektromagnetische Felder von den Smartphones wird dieser Rhythmus quasi verdrängt durch andere Hirnfrequenzen, die durch den Mobilfunk stimuliert werden. Und es fehlt dadurch dann die neurophysiologische Basis, um die Gedächtnisinhalte zu verfestigen. Ich hatte vor kurzer Zeit den Professor Clemens von Jacqui da über das Omega-3 und da hat mir auch Bilder gezeigt im Hirn, wie ein hoher Wert und ein tiefer Wert in Relation ein unfassbarer Unterschied darstellt. Wir reden jetzt immer von Elektrosmog und besseren Konzentrationen. Müsste man nicht vielleicht schauen, das eine mit dem anderen zu ergänzen, also das Omega-3 mit einzubeziehen in diese Überlegung, optimalste Konzentrationsfähigkeiten für die Schüler zu generieren? Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz, den wir auch derzeit in der aktuellen 5G-Studie verfolgen. Wir verfolgen nämlich einen multimodalen Ansatz, wenn wir jetzt an diese Gedächtnisstörung denken. Im Kontext von elektromagnetischen Feldern müssen auch andere Faktoren berücksichtigt werden. Man muss dazu wissen, dass längerfristige Expositionen in elektromagnetischen Feldern in den Hirnstoffwechsel eingreifen kann, sei es durch eine Veränderung der Neurotransmitter als auch in eine Veränderung des metabolischen Haushalts. Und das hat natürlich gravierende Konsequenzen, zum Beispiel wenn es um das Thema Mikronährstoffversorgung geht oder eben auch das, was Sie angesprochen haben, die Versorgung mit Omega-3. Und da läuft derzeit eine Langzeitstudie zur Wirkung von einer einjährigen HCK-Gabe, das heißt, die Probanden wurden an Testzeitpunkt 1 mit Mobilfunkexposition geprüft im 5G-Bereich und wir haben dann maßgeschneidert Mikronährstoffe verabreicht, die die Probanden über einen Zeitraum von einem Jahr nun eingenommen haben und zu einem Posttest, also einem zweiten Testzeitpunkt, soll geprüft werden, ob die zeitgleiche Mikronährstoffgabe resilienter gegenüber dieser elektromagnetischen Strahlung im 5G-Bereich macht. Was ja zu vermuten wäre, dass der Körper biochemisch mehr Abwehrkräfte generieren könnte. Es wird nicht besser, aber... Wir vermuten das, dass das sowohl sich in den Gehirnaktivierungen zeigt, als auch in den immunologischen und mitochondrialen Parametern. Mhm. Das ist unsere Hypothese und wir sind sehr gespannt, was bei dieser Studie dann rauskommen wird. Also nochmals, eigentlich agiert ihr doppelt, den Körper in die Lage zu bringen, besser umzugehen und auf der anderen Seite das, was ihn dann wirklich belastet, verträglicher zu machen, nachweislich. Das eine gibt schon, das andere seid ihr dran. Wie sieht jetzt dann effektiv diese Konzentrationsfähigkeit aus, wenn die Leute, Probanden wieder bestrahlt worden sind, aber mit entstörten Artikeln? Wir haben da neben dieser angeführten Doppelblindstudie eine ganze weitere Reihe an Studien gemacht, wo ebenfalls die konzentrationsfähig getestet wurde, nämlich im Auto beziehungsweise in einer Fahrsimulation über mehrere Stunden. Wir haben die Konzentrationsfähigkeit getestet bei Anwendung eines Luftreinigers mit HEPA-Filter und kombinierter Elektrosmog-Entstörung. Und wir haben in all diesen Studien feststellen können, dass durch die Anwendung der Gabriel-Technologie die Konzentrationsfähigkeit aufrechterhalten werden kann, was sich unter anderem auch im EEG zeitgleich nachweisen ließ. Aber wenn ich jetzt beim Auto bin und Konzentrationsfähigkeit besser sehe, dann heißt es auch die schnellere Reaktionsfähigkeit. Exakt. Das heißt, das rettet Leben. Das ist richtig. Wir haben daher ein kleines Labor eingerichtet, wo ein Fahrlabor, wo Fahrsimulationen stattfanden unter streng kontrollierten Laborbedingungen und wo wir unter anderem auch die Bremsreaktionen getestet haben, was ein sehr interessanter Aspekt ist. Denn viele Personen klagen, dass sie während der Fahrt Kopfschmerzen haben, sich müde fühlen, gereizt, abgespannt, dass die Muskulatur schmerzt und dass sie den Eindruck haben, nicht mehr so ganz reaktions- oder adäquat reaktionsfähig zu sein. Und das haben wir in einer Laborstudie getestet, die auch in diesem Jahr publiziert worden ist.
Und man muss leider sagen, dass diese elektromagnetische Strahlung die Reaktionsfähigkeit herabgesetzt hat, vor allen Dingen in der zweiten Testhälfte nach einer längeren Fahrt. Und zum Glück haben wir gefunden, dass es Möglichkeiten gibt, diese Beschwerden, die auftraten, zu reduzieren und unter anderem auch sicherzustellen, dass der Körper oder das Gehirn wieder optimal reaktionsbereit ist. Das ist ja auch eine riesen Marktlücke. Eigentlich müsste ja BMW, Mercedes, VW, alle müssten eine Schlange stehen und sagen, wir verkaufen unser Auto entstört, weil das ist ja wissenschaftlich. Mhm. Und es ist ja gleichbedeutend wie ein Airbag oder ein ABS-System. Es ist ja lebensrettend. Ja, sollten wir für die nächste Sendung dann Vertreter einladen. Ja, oder schauen, dass diese Sendung noch auch gesehen genau, wird. Genau, ja. Kraftfahrzeug kommt noch. Mhm. Und wir haben noch eine zweite Firma, mein Partner. Und da sind wir dabei. Da gibt es auch LKWs, dass wir eine Studie planen mit einem LKW über vielleicht 14 Tage, dass man feststellen kann, was den LKW-Fahrer auf der Autobahn passiert mit dem ganzen Testen und mit dem, was auf der Autobahn, dass die einfach da gescannt werden, was da mit den Leuten passiert. Mhm. Jetzt kriegst du noch einen spontanen Besuch. Ja, wer weiß, dass ich gut bin. Ja, ja. Ja? Also das ist, sind wir dabei am Planen. Und dann machen wir eine richtig größere Studie. Es wird aber sehr, sehr eng in so einem LKW, weil sie muss mit rein, ich muss mit rein mit dem Laptop, die Messgeräte und der Fahrer muss da drauf. Ich muss einfach vorstellen, dass die LKW-Fahrer haben ihr privates Handy. Die haben das Handy vielleicht nochmal von der Firma und haben den Funk. Und dann noch diese Autobahngebühr, die permanent. Da sind wir sehr gespannt, was da im Hirn passiert bei den LKW-Fahrern. Und wenn man die letzten 2-3 Jahre einfach mal so anhört, was so passiert mit LKWs, wie viele Unfälle da einfach mal so passieren und man kann es sich gar nicht erklären. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit was zu tun hat. Dramatisch. Ja. Also wir wollen das feststellen. Wir werden das erforschen. Wir hätten das schon längst gemacht. Aber 5G war eine Riesenkiste für uns. Das hat uns alles abverlangt, was das gebraucht hat. Aber wir sind jetzt soweit. Wir sind soweit, dass wir da unheimlich viel in die Wege leiten können für uns. Sei es im Labor, die Weiterentwicklung unserer Technologie, die nicht so unerheblich war, und auch, was wir messtechnisch neu erfahren haben. Und halt, wenn du dann noch so einen Mann dazu bekommst wie den Dr. Müller, der dann mit der Frau Dr. Henser noch so super miteinander verarbeiten, alles, was die dann zusammenbringen, ist einfach eine wunderbare Sache. Was würdest du allen Lehrern und Lehrerinnen sagen oder empfehlen, die jetzt gerade zuschauen in Bezug auf Handynutzung der Kinder im Haupt oder bei, oder sollte man es wirklich vorher abgeben? Oder ich würde auch vorschlagen für diese Kinder, ja, dass ein Gabriel-Chip da drauf muss, das ist keine Frage. Aber ich würde ihnen raten, dass in der Klasse die Handys alle ausgeschaltet werden. Ich habe mehrere Kontakte zu Lehrern. Die haben sich ein Messgerät gekauft, ist gar nicht so teuer, kostet 180, 200 Euro. Damit kannst du feststellen im Klassenraum, ob die das Handy noch anhaben. Und kannst auch feststellen, wenn der Flugmodus an ist. Ja, sind bei vielen Handys, ist dann, wenn der Flugmodus an ist, trotzdem noch was messbar. Das Handy hat in der Klasse bei Schülern nichts verloren. Aber ich werde das einfach mal vorankündigen, der Herr Hefel von SFGU und ich, wir sind dabei, ein Messverfahren zu entwickeln. Und ich glaube, dass wir es 2023 fertig haben. Wir arbeiten schon sehr, sehr lange daran. Und wir könnten dann, sofern das alles funktioniert, den Kindern in der Schule, wir lassen einfach 20, 30 Stück dann fertigen von diesen Messgeräten. Und dann können wir das Magnetfeld, die Hochfrequenz und die Herzratenvariabilität in einer 24-Stunden-Messung auf einmal machen. Kommt dann wieder unser
Programmierer und so weiter dazu. Das ganze Team, was da dahinter steckt, das Team ist sehr, sehr groß. Durch SFGU und alles, was jetzt hier passiert ist, dass wir den Kindern das anlegen könnten, machen die Messung. Die Messung ist fertig, du ziehst den Stick raus in den Auswertecomputer, drückst auf den Knopf und dann ist die Software fertig. Also ist die Auswertung von dieser Messung fertig. Also hast du dann auch mit so einer Sache, deswegen arbeiten wir intensiv daran, dann kannst du innerhalb von einem halben Jahr kannst du 500 Leute messen. Mhm. Ja, die Frau Dr. Hens kommt da auch wieder ins Spiel, dann für die Auswertung. Den Dr. Müller haben wir auch gewonnen dafür. Jetzt müssen wir nur das Messgerät noch fertig bekommen. Mhm. Ja, da wird im Moment gerade eine Patentschrift fertig gemacht, wenn das Patentschrift fertig ist. Und dann hoffen wir, dass dann es ein bisschen schneller geht. Also ich habe sicher noch 20, 30 Fragen an dich, aber dann machen wir eine eigene Sendung. Und dann über das, warum was das funktioniert, haben wir immer noch nichts gesagt, was mir immer noch ein großes Rätsel ist. Mhm. Wir wissen, dass es funktioniert. Wir haben die medizinischen Fakten auf dem Tisch. Aber jetzt eine private Frage an dich. Als knallharte Wissenschaftlerin, was würdest du eigentlich da den Zuschauerinnen und Zuschauern einfach so aufgrund deines Wissensstands in Bezug auf Elektrosmog empfehlen? Für ihre Kinder, für sich zu Hause, für den Arbeitsplatz. Was sind so deine Tipps? Zunächst einmal ist das Wissen um die Wirkung von Elektrosmog ganz wichtig. Das heißt, es ist wichtig, das möglichst vielen Menschen zu kommunizieren, um sie zu sensibilisieren, dass diese Strahlung tatsächlich ernst zu nehmen ist. Es gibt viele Menschen, vor allem Kinder, Jugendliche, die sagen, das kann mir nichts anhaben. Ich nutze mein Smartphone, wann ich das möchte. Ich lasse mir nichts vorschreiben. Genau. Es sind auch viele Erwachsene momentan mittlerweile, die so reagieren. Und es ist wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir auch im Alltag von solchen Feldern in manchen Orten mehr, in manchen Orten weniger umgeben sind. Das ist das Erste, dass man lernt, diese Felder zuzuordnen und auch eventuelle Beschwerden, die dadurch auftreten, abklären zu lassen. Das heißt, abzuklären, ob diese Beschwerden tatsächlich aus einer Erkrankung entstehen anderer Art oder ob diese Beschwerden nicht aus dem äußeren Umfeld, also durch externe Faktoren entstehen. Es ist nämlich oft der Fall, dass wir beobachten, dass psychische Probleme auftreten, wie beispielsweise Depressionen, Panikanfälle, Ängste, die nicht durch medikamentöse Therapie oder Psychotherapie gar zu behandeln sind, sondern dass die Ursache tatsächlich in diesen externen Faktoren zu suchen ist und eine Behebung dieser externen Faktoren, das wäre natürlich eine viel einfachere Methode, als sich eine jahrelange Therapie zu begeben, wo aber die wahre Ursache nicht behandelt wird. Das heißt eigentlich, wir haben gar nicht die Ärzte und die Mediziner, die diese Diagnostik eigentlich so hinkriegen. Das ist richtig. Und daher betreiben wir im Moment sehr viel Informationsaufklärungsarbeit in Form von Seminaren, in Form von Fernsehbeiträgen, wie auch hier, um über dieses Thema zu informieren, zu sensibilisieren und dann auch Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu zeigen. Du hast vorhin so schön gesagt, mir macht das Handy nichts, oder? Weil ich brauche es ja und ich habe einen großen, dicken Schutzmantel. Das sind Sprüche, die uns einfach natürlich ein bisschen einen Selbstschutz geben sollten, da wir auf nichts verzichten. Aber das geht uns doch allen so. Du hast vielleicht auch ein Handy, wie ich habe ein Handy. Überall liegen diese Handys herum, schauen ständig rein. Aufgrund deines Wissensstands und deinen Studien, eine ganz klare Empfehlung von deiner Seite. Was würdest du den Leuten sagen? Sie haben eins, sie wissen es, Elektrosmog macht mich nicht gesünder. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon Volksdenken, zu wissen, dass Elektrosmog nicht die gesundheitsförderlich ist. Es tut etwas, auch mir, derjenige, der sagt, mir tut es nichts. Was würdest du denen empfehlen? Das Problem ist, dass die meisten Menschen den Elektrosmog nicht spüren.
Und sie spüren ihn dann, wenn es bereits zu spät ist. Das heißt, wenn bereits Symptome auftreten. Und daher die Empfehlung von mir, erstens sich mit diesen Mechanismen vertraut zu machen, die auftreten können, mit Symptomen, die auftreten können, diese eindeutig zuordnen zu können. Und dann auch bestimmte Entstörungsmaßnahmen an diesen Geräten wahrzunehmen. Also diese Studien recht anzuschauen. Gibt es da eine Plattform, wo man einfach die Leute bitten darf, da raufzugehen und das mal anzuschauen, zu lesen und zu verstehen? Neben den englischsprachig publizierten Studien, die man im Internet frei zugänglich einsehen kann, gibt es eine sehr schöne deutschsprachige Plattform, auf der auch alle Studienergebnisse nochmal in verständlicher und deutschsprachiger Form zusammengefasst sind. Diese Plattform findet sich auf salusmed.world. Danke vielmals. Und jetzt nochmal zu dir, Harry. Du würdest natürlich sagen, jeder müsste so einen Chip natürlich drauf haben auf allen Störberaten, Quellen. Hast du auch schon mit Menschen darüber gesprochen? Sie haben das gemacht. Wie haben sie sich nachher gefühlt? Und wie lange geht das, bis man es spürt? Ja, wir haben viel Feedback. Wir haben im Moment oder im letzten anderthalb Jahr wenig Zeit, die Homepage. Ich denke, wir haben eine tolle Homepage, aber da haben wir jetzt noch jemand mit eingestellt, um das noch mehr zu publizieren. Ja? Aber eine Sache möchte ich kurz noch ergänzen zur Frau Dr. Hens. Du hast gefragt, was soll man den Eltern sagen, was mir das Wichtigste ist mit den Kids. Ein Handy oder umgekehrt. Wenn alle Leute, wo wir eine Objektberatung machen, fragen wir, wo laden die Kids ihre Handys? Immer am Bett. Mit dem Kabel. Dem Stromkabel ist auf leise gestellt, dass wenn noch was kommt von WhatsApp oder von Facebook, dass man nachts noch mal schnell ein bisschen antworten kann. Aber das Problem, wenn das Handy entstört ist, mit Gabrieltisch, ohne das Kabel, dann kann man es liegen lassen, aber nicht mit Kabel. Das Problem ist, mit dem Messen, was wir alles messen können, wenn du dieses Handy neben diese E-Feld-Sonde legst mit dem Akku, hast du eine Belastung von 1 bis 2 Volt im Höchstfall. Legst du oder steckst das Ladekabel rein? Lass mich raten, 150. 480 bis 800 Volt im elektrischen Wechselfeld. Und da kommen die Frau Dr. Hänschen nachher nochmal ins Spiel, dass man da sagen kann, was da passieren kann. Also auf Deutsch, dort wo das Handy geladen wird, muss der Mensch zwischen 3 und 5 Meter weg sein. Mhm. Nicht näher, auf keinen Fall. Ja, und da liegt mir unheimlich viel dran. Alle unsere Objektbauer werden darauf geschult, dass man das macht. Und was wir auch Feedback bekommen haben, wenn die Kids mit dabei sind, die Kinder, wenn die das mitsehen, wenn man es denen richtig erklärt, die machen es nicht mehr. Ja, logisch. Mehr. Die machen es nicht mehr. Ja, logisch, klar. Aber das war jetzt ganz ein wertvoller Tipp. Hä? Exakt. Gut. Ich danke euch beiden ganz herzlich für diese Sendung. Und wie gesagt, ich habe noch 20 Fragen an dich. Ja. Harry Ross war das und auf der anderen Seite Frau Dr. Diana Hinz, ganz herzlichen Dank nochmals und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich kann nur sensibilisieren darüber, aufgrund diesen Fakten, die wir gehört haben und den Bildern, die wir gesehen haben und den Studienmaterialien, dass es auf dem Markt gibt, es nicht zu ignorieren und immer so auch, sich in einen Schutzmantel einzuhüllen und zu sagen, Elektrosmog tut mir nichts, ich bin gesund. Dass diese Felder haben eine Wirkung auf uns alle und wenn es aber Möglichkeiten gibt, das doch zu optimieren, dann sollten wir uns damit beschäftigen. Ich denke, das ist ein ganz dringender, wichtiger Appell. Ich wünsche Ihnen alles Gute, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen miteinander.